is he? Try the meat district. You can take the train to... I know where it is. Be aware of what weapons the enemy is bringing to the fight. Ich denke gerade darüber nach, ob man vielleicht das Spiel auf schwer ändern kann. Während man mittendrin ist. Weil eigentlich, würde ich glauben, ich kann auch schwer spielen doch. Dann wiederum, muss auch nicht alles auf schwer spielen. Oder? Muss man alles auf schwer spielen? Ich glaube, ich spiele es nicht auf schwer. It's fun. Ich hadere sehr mit mir. Also ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal hier noch so... Wobei, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Das ist lustig. Also nicht, wie schlecht ich in dem Spiel bin. Das ist schon fast nicht mehr lustig. Hey! Atlas! Sal! Neil! Oh, du heißt nicht Big, du heißt Neil. Atlas? Pfui, Atlas! Lass mich deine Innereien lesen, damit ich weiß, wo ich bin. Ah, man hat einen Invincible Frame, während man jemanden juggelt. Okay, Neil, du oder ich. Einer von uns beiden muss jetzt dann glauben. In Anbetracht der Tatsache, dass ich dich gerade über den Haufen geschossen habe, lautet die Antwort vermutlich du. Und in Anbetracht der Tatsache, dass der erste Kampf dieser Map mich fast getötet hätte, nehme ich mal an, wir spielen jetzt auf normal weiter. Hallo, Dude. Hallo, anderer Tank. You are a fucking dog. Stop attacking me. Also wir haben quasi einen schnellen Angriff, einen langsamen Angriff und einen Fernkampfangriff, wenn man es jetzt mal zusammenfasst. Außerdem Hunde. Tank ist so ein mutiger Hund. Brawler mit Waffen, das ist nicht ganz fair. Kann ich die Waffen irgendwo wechseln? Oh ja, ich kann eine Schrotflinte equippen. Probieren wir doch mal ein bisschen die Schrotflinte aus. Die Schrotflinte ist wie die Pistole, nur awesome. Okay, wir müssen uns um den Dude da hinten kümmern, bevor wir sterben. So viel zu dieser klugen Idee. Okay, wer war das? Wer hat mir gerade in den Rücken gepiekst? Du vielleicht? Slim? Jim? Oh, wir können einfach die Richtung ändern. Das ist cool. Au. Au. Ihr Mistkerle. Nehmt das und dies und oh. Hör auf, mir auszuweichen, du Mistkerl. Sonst mache ich aus dir einen Slim Jim Joes. Slim Jim Joes klingt nach einem leckeren Getränk. Und... Mist! Zu schwach! Brauch mehr Steroide! Stealth-Angriffe one-hitten. Wie er so angejoggt kommt. Nee, nee, Nino, das Spiel spielen wir nicht. Heute ist leider nicht, wie heißt das? Ureinwohner-Gedenktag. Und Edgar Wallace hat ein Verbrechen gefunden, das er nicht lösen konnte. Es war sein eigener Mord. Ist auch recht schwer zu lösen, zugegebenermaßen. So springen und nach vorne laufen, ne? Und dann runterfallen. Irgendwie sieht das hier aus wie eine Falle. Und wie vorhin. Hier sieht alles gleich aus. Ach Gott. Nimm dies! Hörst du wohl auf zu blocken. Und aufhören zu schießen. Ich schieß doch auch nicht. Und wenn ich würde, dann würde ich treffen. Aua, was soll denn das? Was hältst du eigentlich von einer Kettensäge so genau in die Bauchgegend? Oh. Ich kann meinen
eine Kettensäge schneller aus meiner rechten Hosentasche, und ich glaube, es ist eher die Arschtasche, ziehen, mit Benzin befüllen und anmachen, als er sein Hackebeil nach unten schwingen kann. That's most impressive. Oh Gott, das sind Hunde. Kann man Hunde greifen? Können Hunde etwas gegen... Ja. Nahkampfwaffen. Maxwell und Diablo. Das ist ja mal ein Doppelteam. Hunde kann man mit Waffen offenbar super crowd-controllen, allerdings muss man ein bisschen aufs Timing achten. Hey, Dudes und Dudettes. Dudettes habe ich bis jetzt in diesem Spiel noch gar keine gesehen, wenn ich so darüber nachdenke. Hat er sich gerade beim Dodgen auf die Schnauze gelegt, der Tony? Sorry, Sir. Oh. Ein Assault Rifle finde ich gar nicht cool. Da hinten kommt jemand, das ist... Pipes! Ist ein Kollege von dem anderen Ureinwohner-Typen. Es gibt Gegner, gegen die ist die Schrotflinte irgendwie ein bisschen übermächtig. Und es gibt Pipes 2. Ich glaube, es gibt recht viele Gegner, die Pipes heißen aus irgendeinem Grund. Was hältst du so für ein paar Dolchen so in die Gedärme? Und dann schrotflinte ich dich einfach nieder. Mal Schrotflinte, gleich Easy Mode. So, Freunde der Nacht. Wer will von euch ein paar in die Fresse? Oh. Das ist nice. Auch wenn es heißt, dass man nur noch eine Waffe hat. Hey, Franco. Hallo, Jordan. Wisst ihr, was das hier nicht mehr ist? Ein Street Fight. Denn ich habe eine Minigun. Seit ich eine Minigun mitgebracht habe, ist das hier Krieg. Vielleicht laufe ich mal ein paar Meter, damit ich die Gegner zu sehen bekomme, die ich da gerade reihenweise niedermetzel. Vielleicht warte ich, bis alle tot sind. Tony hatte einen ziemlich schlechten Tag erwischt. Ich glaube, der wurde wieder von seinem Don zum Sterben geschickt. Schade, da geht meine Minigun. Es war ein kurzes, aber unvergessliches Vergnügen. Hey, Dozer! Where's your bull? Mist, Kerle, die ausweichen! Ich hasse Leute, die ausweichen! Leute, die ausweichen, sind total doof! Und deren Eltern sind Igel! Und überhaupt! Ich könnte in Richtung Gegner schießen, dann treffe ich die vielleicht auch. Und Franco so, Franco, warum musstest du sterben? Jetzt muss ich ohne dich weiterkämpfen, Franco 2. Hey, hier kann man runterrutschen. Jeha! Explosive Fässer. Außerdem passieren verboten. Aber ich habe ein schlechtes Verhältnis zu Hunden. Und explosiven Fässern. Man kann mit der Waffe zielen, ich nicht. Ah, Hunde! Atlas, lass das! Atlas, das. Meine Güte, war der mies. Okay, haben wir es jetzt? Nein? Aha. Okay, die springen über meine Schrotflinte einfach. Du greifst mich gerade überhaupt nicht an. Away and at me, at them. Ah, ich hasse Hunde. Seid ihr noch schlimmer als Katzen? Die sind doch erst so richtig pissig, seit ich das Gelände betreten habe, auf dem Betreten verboten steht. Die sind halt echte Wachhunde. Einer von euch beiden ist schon lange tot. Der andere war erst kurz danach tot. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Was ist das denn? Oh, ein Haufen Granaten. Hast du gerade schon wieder auf mich geschossen? Manno! How about you do not... Oh, das ist schon wieder Mr. Renner. In diesem Fall heißt er Flex. Wahrscheinlich, weil er so flexibel ist. So athletisch gebaut. Oder weil er so hart am Flexen ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hat sich ausgeflext, Flexi. Autsch. Flexiglas. Was gibt's noch mit Flex? Flex das, mein Lieber. Und zwei random Dudes.
mit explosiven Fässern neben sich. Ich hätte gedacht, dass man die Dinger einfacher zum Explodieren bringen kann, aber gut. Big Boy ist ein Kollege von Big, ist der jüngere Bruder gewesen. Dann habe ich ihn umgebracht. Upsi. Wie genau ist dieses andere Fass explodiert? Ist er da reingefallen und hatte eine Handgranate in seinem... Du nervst. Wie kriege ich dich? Wie komme ich da hoch? Wie kann ich euch in den Arsch treten? Gut, ich könnte euch Granaten hochschmeißen. Nee. Irgendwie kommt man da bestimmt hoch. Und bestimmt werde ich das bei Zeiten auch herausfinden. Schrotflinte, 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 Schrotflinte. Schrotflinten lösen einfach alle Probleme. Kein Zahnarzt parat? Schrotflinte. Kann ich mal dieses Getränk da trinken? Ich hatte da gerade nicht von Schrotflinten lösbares Problem. Akuter Lebenspunktemangel. Ich muss doch die Typen da oben irgendwie mal erledigen können. Oh Gott, ich muss was trinken. Ah, mein Arm. Na toll, jetzt muss ich nichts trinken. Keine Sorge. Okay. Diesmal fange ich mit euch einfach schon vorher an. Away and Atom! Zum Beispiel diesen Maschinengewehrtypen da, den sollte man am besten sofort eliminieren. Aua, ich hab doch was gedrückt. Wahrscheinlich nicht das Richtige, aber ich hab was gedrückt. Oh Gott! Amerikanische Ureinwohner! Die nenne ich gar nicht aus wie amerikanische Ureinwohner. Hört doch mal auf mit den ganzen Kack-Fernkampfwaffen! Ich weiß nicht, was das war, aber es, ich muss leben! Wie funktioniert diese Sequenz, wenn da so steht, mach was? Übrigens so viel zum Thema, ich spiele es auf schwer. Aber, könntet ihr bitte da runterkommen? Vielen Dank. Und nicht auf mich schießen! Ich mag das nicht, wenn man auf mich schießt. Hey, Granate. Nadisch. Au. So, du bist der letzte Überlebende aus einer langen Reihe von Gegnern. Wie wär's mit einer Kettensäge im Gesicht? Kann das sein, dass da jemand eine Minigun dabei hat? Sind Minigun-Träger anwesend? Ja? Immer noch? Big Boy? Vielen Dank für deine Minigun.